Ihr habt Enderal gespielt, habt die Vorgänger aber nie angefasst? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn schon bald erscheint der Enderal-Vorgänger Nerim auf Steam. Für die Leute, die die Vorgänger versäumt haben, also eine super Gelegenheit, das mal nachzuholen. Das Ganze wollte ich mal als Anlass nutzen, um mal ein ausführliches Video über die Welt und die Vorgänger von Enderal zu machen. Kurz vorab, das Video wird vermutlich aberwitzig lang werden, darum werde ich auch zusehen, dass ich Zeitmarken in die Videobeschreibung packe. Was Spoiler angeht, Zusammenfassungen haben es natürlich so an sich, dass gespoilert wird, dass sich die Balken nur so biegen. Ich werde vieles auf jeden Fall sehr vage fassen und manches auch weglassen, sodass auch Neueinsteiger nach dem Video immer noch ihren Spaß haben werden. Bevor ich nun auf Welt und Vorgeschichte eingehe, möchte ich erstmal auf die Leute zu sprechen kommen, denen wir diese großartigen Mods überhaupt zu verdanken haben. Wer sind diese Genies eigentlich, die diese grandiosen Mods erschaffen haben? Die Rede ist von Shureai. Links steht Shureai, das bedeutet so viel wie Werkstatt, und rechts Wohnraum. Ich denke, über das Shureai kommen wir nach oben. Na dann? Sinngemäß steht Shureai für sichere künstliche Intelligenz. Um zu sehen, wie Shureai damals gegründet wurde, müssen wir einen kurzen Ausflug ins Jahr 2002 machen. Deutschland wurde dank Oliver Kahn Vize-Weltmeister. Über die Kinoleinwände flimmerten Filme wie Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe. Und was heute Spiele wie The Witcher 3 oder Kingdom Come Deliverance sind, waren damals Gothic 2 und Morrowind. Und trefflicherweise brachten die Entwickler die Mod-Programme für diese Spiele raus, sodass es auch heute noch grandiose Mods zu beiden Spielen gibt. Bei Shureai wagte man sich aber noch an etwas Größeres, an sogenannten Komplettumwandlungen. Also, dass man aus einem vorhandenen Spiel ein komplett neues Spiel macht. Und so traf es sich im Jahre 2003, dass aus mehreren konkurrierenden Mod-Projekten eins wurde. Das erste große Projekt, Mia Aranat, erstellte man noch zusammen mit dem Team Black Raven. Shureai war damals noch ein sehr kleines Team. Dass ihre Werke einmal zu den besten deutschen Kulturgütern gehören sollten, ahnten sie damals sicherlich nicht. So entstanden im Laufe der Jahre die Projekte Mia Aranat, Arkvent, das Vergessene Reich, die Fallout 3 Mod Cube Experimental, Nerim am Rande des Schicksals. Für Nerim gab es dann noch das Hörbuch Kriegsdämmerung und dann kam Enderal. Und zu Enderal gibt es auch einen Ablegerroman Träume eines sterbenden Gottes. Und dann entstand noch das kleine Indie-Spiel Mad vs. The Wrong People. Das ist diesmal auch kostenpflichtig, also wenn ihr Shureai unterstützen wollt, kauft das bei Steam, dann am besten noch den Nerim-Soundtrack direkt mitkaufen und dann am besten nochmal einen kleinen Shopping-Ausflug im Merch-Store von Shureai, dann habt ihr die auch gut unterstützt. Oder ihr spendet einfach. Mittlerweile hat sich das Team von Shureai stark vergrößert. Viele Mitglieder sind auch stark in die Gaming-Branche involviert. So waren einige Mitglieder auch an der Entwicklung von Spellforce 3 beteiligt. Die Projekte Mia Aranat, Arkvent, Nerim und Enderal spielen alle in der gleichen Welt. Der Welt namens Vyn. Ich nenne es liebevoll die Vyn-Saga. Und über die Welt namens Vyn gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Vorab ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht nur eine Welt von Vyn gibt, sondern im Prinzip aber Millionen. Denn es gibt das Meer der Eventualitäten. Das sind quasi unzählige von Paralleldimensionen. In jeder dieser Paralleldimensionen kann ein unterschiedliches Ereignis eintreffen. Und ein Magier beschwört im Grunde genommen nur Dinge aus einer anderen Eventualität in seine eigene. Die Welt von Vyn kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Zahlreiche Zivilisationen haben diese Welt bereits bevölkert. Über die vorhergegangenen Zivilisationen wie die Akarier oder die Mondhäute ist nur wenig bekannt. Beginnen kann man mit der Geschichtsschreibung ab der Zivilisation der Pyrea. Das Reich Pyra erstreckte sich über den gesamten Superkontinenten Pangora. Mit ihrem globalen Untergrundbahnnetz und Magiern, die ihre Seelen in Gegenstände übertragen konnten, stellten die Pyrea magisch wie auch technisch eine Hochkultur dar. Beherrscht wurden die Pyrea von einer Aristokratie. Geführt wurde diese Aristokratie von zwei Priesterkasten, die der Dilgar und die der Ishian. Diese unterstanden dem höchsten Wesen, welches stets ein Kind war, was alle 10 Jahre neu erwählt wurde. Unter den Priesterkasten galt ein strenges Gebot der Blutreinheit. Daher kam es, wie wir es bei Game of Thrones von den Targaryens gewohnt sind, zu haufenweise Inzest. Nach dem Untergang der Pyrea, auf den ich später nochmal zu sprechen komme, wurde die Welt von den sogenannten Aschevölkern besiedelt. Die bekamen doch recht bald unangenehmen Besuch von Asatheron und Saranta. Ein Ehepaar, was gemeinsam über das Trümmerfeld der Welten herrschte.
Mithilfe magischer Portale und einer gewaltigen Armee aus Eterna-Soldaten reisten sie von Welt zu Welt und eroberten eine nach der anderen. Asateron führte viele Kriege, so kam es unter anderem auch zum Krieg zwischen den Eterna und der Sternlinge. Auch die Sternlinge sind dafür bekannt, von Welt zu Welt zu reisen, stets auf der Suche nach ihrer wahren, verlorenen Heimat. Mit der Zeit drehte Asateron komplett durch und wollte daher das gesamte Universum zerstören. Das war dann selbst seiner Frau Saranta zu bunt, weshalb sie sich gegen ihn wand. Vereint mit Eternern und Sternlingen stellte sie sich Asateron entgegen. Dabei kam es auf Vyn zu einer finalen Schlacht, wobei die Sternlinge den Stern Voran auf Vyn schleuderten, was zur Folge hatte, dass Pangora zerspalten wurde, genau in die uns heute bekannten Kontinente. Und seitdem wird die Zeitrechnung auch nach dem Sternenfall datiert. Letzten Endes gelang es Saranta, Asateron an einen unbekannten Ort zu bannen, sein genauer Verbleib ist auch in der aktuellen Story ungewiss. Als Belohnung hierfür wurde Saranta von einem mächtigen Götterwesen der Eliad aufgesucht und zu einer Schicksalsbotin ernannt. Und somit wurde sie quasi zur Herrin des Schicksals. Und ist seitdem auch die Herrscherin über das Trümmerfeld der Welten. Wo der Krieg nun vorbei war, besiedelten Mensch, Eterna und Sternling die Welt von Vyn. Die Sternlinge zog es unter die Erde. Die Eterna, welche dank ihrer überdurchschnittlichen Magiebegabung nicht selten Opfer von Rassismus und Diskriminierung wurden, zog es hauptsächlich nach Mia Aranat. Und so wurde die Welt nach und nach neu besiedelt. Aus Nerim brachen die 200 Vasallen auf und besiedelten Enderal. Und 7 mächtige Magier taten sich zusammen und nannten sich die Lichtgeborenen. Diese gründeten eine neue Aristokratie und herrschten von da an bis zum Verlauf der aktuellen Story über Vyn. Jeder einzelne der Lichtgeborenen hatte dabei die Herrschaft über einen Kontinent. Exakt wie in der nordischen Mythologie heißt das Oberhaupt der Götter Tyr. Seinen Sitz hatte Tyr auf Arctwind, auch Tirmatral genannt. Als Vertretung für Tyr herrschte das Kaisergeschlecht von Got über Arctwind. Auf Arctwind koexistiert ein gemeinsames Reich zwischen Menschen und Sternlingen. Ein besonders bekanntes Exportgut aus Arctwind ist auch der Tirmatraler Branntwein. Wer in Enderal oder Nerim die Augen offen hält, wird diesen garantiert ab und zu mal looten. Tyrs Enkel Erodan, der auch als der Gott der Weisheit gilt, herrscht über Nerim. Nerim ist insgesamt in 3 Reiche aufgeteilt, das Nord-, das Mittel- und das Südreich. Außerdem haben sich dort auch einige Sternlinge niedergelassen, in der Untergrundstadt Anku. Irlanda, die Göttin der Gerechtigkeit, herrschte über Arasial, im Tempel des Schöpfers. Sie hatte auch regelmäßigen Kontakt zu dem mysteriösen Götterwesen der Eliad. Arasial ist ein sehr trockener Wüstenkontinent und hauptsächlich bekannt für seinen berühmten Schattenstahl. Etwas undifferenziert betrachtet kann man die Bevölkerung in 2 Gruppen aufteilen. In die Zivilisierten, welche den Lichtgeborenen hörig sind, und die Freien, welche noch ihre alten Naturgötter anbeten. In der Vergangenheit unternahm Irlanda einige Bekehrungsversuche, diese blieben jedoch allesamt erfolglos. Das Verhältnis zwischen Zivilisierten und Freien birgt ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Der Lichtgeborene Malphas herrschte über Enderal und hatte die Kontrolle über den Heiligen Orden der Lichtgeborenen, welcher deren Hauptstreitmacht darstellte und zum größten Teil aus Paladinen und Seraphen bestand. Mit einem Kastensystem, welches in 3 Pfade eingeteilt ist, ist Enderal ein besonders religiöses Land. Wer diesem Kastensystem nicht folgt, gilt als wegelos. Anhand der Blutmondrevolte, welche sich auf Enderal im heutigen Düstertal abspielte, kann man auch sehr schön veranschaulichen, wie die Lichtgeborenen mit Andersdenkenden umgingen. Die Revolutionäre, geführt unter Kilianer Hammerschlag, wurden damals unter falschen Versprechungen in eine Falle gelockt und regelrecht massakriert. Der Lichtgeborene Saldrin, Gott des Wissens und Hüter der Schriften, herrscht über den Wüstenkontinent Kyra. Entsprechend seines Rufes gibt es dort eine Menge Universitäten. Auch auf Philosophie wird in Kyra viel Wert gelegt. Ein Vertretungsorgan für den Lichtgeborenen ist die sogenannte Goldene Königin, die alle 10 Jahre neu gewählt wird. Eine Besonderheit der Kyraner ist, dass sie in polyamorösen Beziehungen leben. Das heißt, es gibt mehrere große Familienzirkel, so haben Kinder immer mehrere Väter und mehrere Mütter. Auf Kyra gibt es den Gedanken der ewigen Zweisamkeit nicht und keine Besitzansprüche. Wer sich liebt, der liebt sich eben. Und, obwohl ich speziell nie dieses Modell gelebt habe, das funktioniert besser als ihr glaubt. Weniger Drama, mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Über die Inselgruppen von Kyle herrschte die Lichtgeborene Morala. Sie galt als Göttin des Handels und der Sprache. Zu Unrecht trägt sie diesen Titel nicht, denn sie gilt als Schöpferin der Sprache Inal, eine Art internationale Sprache, die nahezu in jedem Winkel von Vyn gesprochen wird. Inal nicht gut, verzeiht. Die Kilianer sind ein sehr exportfreudiges Volk, so treibt der Zuckerinselbund überall auf Vyn Handel. Das verschafft den Kilen gemeinhin einen sehr raffgierigen Ruf. Als Vertretung übernimmt ein Ältestenrat die Herrschaft über Kile. Politisch ebenfalls nicht unbedeutend sind die 7 Magnaten. Diese bestehen aus Kiles reichsten Kaufleuten.
Tyrs Tochter, Isara, herrschte über keinen besonderen Kontinenten, sondern wachte über Inudan, den Hauptsitz der Lichtgeborenen. Inudan ist eine wunderschöne Stadt in den Wolken, der genaue Standort ist hingegen unbekannt. Gemeinsam mit dem normalen König Vuran aus Nerim zeugte sie den Lichtgeborenen Erodan. Und sie gilt auch als Göttin der Erinnerung. Das war es im Grunde genommen auch zu den Lichtgeborenen. Erwähnenswert wären dann noch die Seraphen. Diese waren den Lichtgeborenen treu ergeben und stammen wie die Eterna von der Welt Irdor ab. Als besonders mächtig galten die drei Erdseraphe, die den Lichtgeborenen direkt unterstellt waren. Bekannte Erdseraphen sind zum Beispiel Vent, Arkt oder Arastor. Weitere bekannte Untergebenen der Lichtgeborenen sind dann noch Charaktere wie Narazul Arantheal oder sein Vater Thealor Arantheal, die für die Story noch verdammt wichtig werden. Es gibt aber auch einige Regionen, auf die die Lichtgeborenen kaum bis wenig Einfluss haben, so zum Beispiel die Skarrak-Inseln. Auf den Skarrak-Inseln leben verschiedene Stämme eines Barbarenvolkes. Jeder Stamm wird dabei von einer sogenannten Knochendeuterin geführt. Oft bekriegen sich diese Stämme, ab und zu kommt es aber auch mal vor, dass sich die Stämme zusammentun und gemeinsam andere Länder überfallen. Oft müssen dabei die nahegelegenen Inseln von Keletran glauben, aber auch Enderal musste sich schon gegen Überfälle der Skarrak behaupten. Auch auf den kleinen Inselstaaten Mele ist der Einfluss der Lichtgeborenen ungewiss. Dort gibt es den berüchtigten Assassinenorden der Astarten. Im Roman Träume eines sterbenden Gottes erfahren wir noch vom Orden des Weißen Blattes, der auch aus Mele stammt. Ansonsten sind die Infos über Mele eher spärlich gesät. Ungeklärt ist auch, wer die Herrschaft über Mir Arranat hatte. Hier leben besonders viele Eterna und Mir Arranat war das erste Spiel, was Shuriai geschaffen hat. Und auf das komme ich jetzt zu sprechen. Mir Arranat Relikt auf Kalidar erschien 2005. Und um ehrlich zu sein, muss man sagen, man merkt dem Spiel auch an, dass Shuriai damals noch in den Kinderschuhen steckte. Man sollte aber auch im Hinterkopf behalten, dass das Team damals nur aus einer Handvoll Leute bestand. Änderungen gegenüber dem Hauptspiel Morrowind halten sich hierbei in Grenzen. Eine Änderung, die hervorzuheben ist, ist das Crafting-System. Denn um Fertigkeiten wie Kräuterkunde oder Bergbau anzuwenden, benötigt man vorerst Unterricht bei entsprechenden Lehrern. Erst dann kann man diese Fertigkeiten anwenden. Allerdings lassen sich leider keine Schwerter oder Rüstungen schmieden. Des Weiteren gibt es auch zwei Gilden, denen man sich anschließen kann. Deren Gildenquestreihen sind aber leider bis zum heutigen Tage unfertig. Der Kontinent Mir Arranat besteht aus drei Inselgruppen. Da hätten wir zum einen das gemäßigte und sehr dicht besiedelte Norsil, die Eisinsel Northforge und die tropische Insel Kalidar. Im Spiel haben wir drei Rassen zur Auswahl. Das sind zum einen die Menschen, die Elfen und die Dunkelelfen. Da laut Kanon Mir Arranat eigentlich die Heimat der Eterna ist, kann man stark davon ausgehen, dass es sich hierbei eigentlich nicht um Elfen handelt, sondern um Eterna. Zur Story von Mir Arranat nur eine kurze Warnung vorab. Im Vergleich zu dem, was wir ansonsten so von Shuriai gewohnt sind, ist die Story von Mir Arranat doch relativ dünn. Bevor ich mich jetzt der Haupthandlung widme, gibt es aber erst einmal einen kurzen Exkurs zur Vorgeschichte. Vor einigen Jahren gab es eine große Bedrohung durch den Magier Zuras und den Dämonenfürsten Amutat, wie auch immer man das aussprechen soll. Die Bedrohung konnte gebannt werden, Amutat wurde besiegt, Zuras jedoch konnte nach Northforge fliehen, wo er sich eine gewaltige Eisfestung erbaute, seine Armeen stärkte und das Land mit einem Kältefluch belegte. Gegenwärtig geht sogar das Gerücht darum, die legendäre Zitadelle Narazul sei wiedererrichtet worden. Bei den Nerim-Spielern löst dieser Name gewiss Erinnerungen aus. Inwieweit Narazul Arantheal allerdings mit diesem Bollwerk in Verbindung steht, kann ich absolut nicht sagen. Wer da mehr weiß, möge mich bitte in den Kommentaren erleuchten. Was ich aber mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass an der Stelle endlich wir ins Spiel kommen. Als Soldat ohne Erinnerung erwachen wir auf einer kleinen Inselfestung mitten im Ozean. Wir und unsere Kameraden werden von Totenbeschwörern und Zombies angegriffen. Daher metzeln wir uns erstmal ins Festland. Dort angekommen lautet unsere Aufgabe, zu unseren Vorgesetzten General Kaleris in die Stadt Thranas zu reisen. Und eine Sache sticht hier besonders schnell ins Auge, man ist in diesem Spiel verdammt langsam. Das wäre an und für sich ja kein Problem, Morrowind war seinerzeit schließlich auch nicht gerade für sein rasantes Tempo bekannt. Allerdings sind die Schnellreiseoptionen, die wir hier im Spiel haben, wie Schiffe oder Züge oder Teleportmagier, in der Regel so uneffizient gesetzt, dass sich längere Laufwege im Schneckentempo nicht vermeiden lassen. Als Tipp für diejenigen von euch, die das vielleicht noch spielen wollen,
Abhilfe können hier Levitations- oder Sprungzauber schaffen. Und mal ganz ehrlich, eigentlich macht es doch ziemlich Bock, so durch die Gegend zu hüpfen. Die Hauptquest wirkt anfangs auch eher redundant. Da mal ein paar Wölfe töten, da mal ein paar Skelette, da mal einen Botengang. Naja, das Ganze ändert sich allerdings, als uns gesagt wird, dass wir kein einfacher Soldat sind, sondern eigentlich der Fraktion namens der Orden angehören. Auch das ist eine Begrifflichkeit, mit der andere als Spieler schon bestens vertraut sein sollten. Es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass dieser Orden auch dem Heiligen Orden der Lichtgeborenen angehört. Wir begeben uns umgehend auf die Insel Northforge, wo der Orden seinen Sitz hat. Unser neuer Vorgesetzter heißt nun Manorath und soll ein sehr mächtiger Magier sein. Bitte sprecht, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ab hier nimmt die Story dann auch mehr Fahrt auf, denn der Orden hat sich auf die Fahne geschrieben, den bösen Zoras endgültig zu besiegen. Um das zu bewerkstelligen, brechen wir erstmal Zoras Wetterfluch. Als wir dann seine Hauptbasis ausfindig gemacht haben, gehen wir in die Gegenoffensive und greifen seine doch recht epische Eisfestung an. In der Eisfestung kommt es dann auch zu einem großen Twist, den ich hier nicht verraten werde, sowie zu einem Aufeinandertreffen zwischen Manorath und Zoras. Bei diesem eporalen Duell der Giganten können wir nur wenig ausrichten, weswegen wir fliehen. Nach geglückter Flucht stellen wir jedoch fest, dass Manorath es nicht zurückgeschafft hat. Wir können herausfinden, dass Manorath von Zoras gefangen gehalten wird in der Festung Narazul. Um Zoras entgegenzutreten, benötigen wir aber erstmal eine mächtigere Waffe. Dafür beschaffen wir uns die sogenannte Runenklinge. Und die Runenklinge ist in der Tat sehr overpowered. Mit dieser Waffe geht man wirklich ab wie ein Schnitzel. Und das ist auch im Anbetracht der mächtigen Gegner gut so. Als wir diese sagenumwobene Klinge dann endlich in unseren Händen halten, ist es schon fast zu spät. Denn Zoras ist es mit mächtiger Magie gelungen, in eine Parallelwelt zu öffnen, aus der Heerscharen von Dämonen strömen. Und ja, das hat durchaus etwas von dem Plot von Oblivion. Durch die Dämoneninvasion ist Eile geboten, darum machen wir uns schnellstens auf den Weg nach Narazul. Mit der mächtigen Klinge ist uns niemand gewachsen und so stellen wir uns Zoras. Und nach einem epochalen Kampf schaffen wir es, Zoras zu besiegen. Und wir machen Begegnung mit Manoraths Geist. Der verstorbene Manorath verabschiedet sich von uns und stellt auch die These in den Raum, dass Zoras das Ganze nicht nur aus reiner Bosheit gemacht hat, sondern sich vielmehr zum Ziel gesetzt hatte, die Welt vor einer noch größeren Gefahr zu beschützen, welche auch immer das sein mag. Und hier kann man auch erkennen, dass es Shurial schon damals wichtig war, Grautöne in ihre Geschichten zu etablieren. Ja, zum Abschluss nochmal ein kurzes Fazit meinerseits. Wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, Shurial war damals noch in den Kinderschuhen und das merkt man. So gibt es noch einige Fehler, wie zum Beispiel fehlerhafte Wegbeschreibungen, Fehler in der Rechtschreibung, viele Clipping-Fehler, aber auch fiese GameStopper-Bugs. Man sollte die Qualitätsansprüche an eine Mod sicherlich nicht so hoch setzen, dennoch denke ich, dass mir Aranath heutzutage eher weniger Leuten zusagen wird. Zumal Story und Worldbuilding nicht auf dem jetzigen Niveau von Shurial sind. Man erkennt aber auch schon das Potenzial, was Shurial damals hatte und man sieht ja auch, dass sie dieses Potenzial bereits bestens genutzt haben. Und in Bezug auf den nächsten Titel, Arctwind, das Vergessene Reich, gibt es auch noch ein ganz interessantes Secret. Und zwar kann man im Spiel das Buch Sage über Arctwind finden. Und im Prinzip ist dieses Buch ein einziges Foreshadowing. Hier erfährt man schon vieles über Charaktere wie Arct und Callisto und über einen bösen Kanzler, der die Macht über das Reich Arctwind an sich reißt. Und daher kommen wir nun auch schon zum nächsten Titel, Arctwind, das Vergessene Reich. Arctwind erschien nur ein Jahr nach Mir Aranath im Jahre 2006. Verantwortlich für den frühen Release ist nicht nur Shurials Fleiß, sondern auch der damalig bevorstehende Oblivion Release. Denn dadurch brachte man Arctwind überall heraus, wodurch anfangs noch recht viele Fehler im Spiel waren, die erst mit der Zeit rausgepatcht wurden. Also für heutige Entwicklermaßstäbe absolut nichts Besonderes. Eins kann ich bei Arctwind vorab direkt sagen, die Steigerung gegenüber Mir Aranath ist hier deutlich sichtbar. So wartet Arctwind mit einigen Verbesserungen auf. So ist es im Spiel möglich, Erze abzubauen, Erze einzuschmelzen, Stoffe zu weben und eins meiner Lieblingsfeatures, das Bäume fällen. Denn in der Tat ist wirklich jeder einzelne Baum im Spiel fällbar. Wer Holzfäller, Axt und Schnitzmesser im Inventar parat hat, kann ganze Wälder zu Kleinholz verarbeiten und daraus Waffen oder Munition herstellen. Wer einen Hombacher Forstsimulator gesucht hat, er hat ihn gefunden. Allerdings ist es nicht möglich, Schwerter oder Rüstungen zu schmieden. Schade.
Weitere Komfortfeatures sind dann noch Rucksäcke und ein verbessertes Begleitersystem. Jeder, der im Original Morrowind-Spiel eine Begleiterquest gemacht hat, weiß das zu schätzen. Das komfortabelste Feature sind dann aber immer noch die Runen, die man im Spiel finden kann. Davon gibt es 3 Arten und jeder hat einen unterschiedlichen Effekt. Manche heilen nur Krankheiten, manche verbessern dauerhaft ein Attribut und andere machen einen schneller. Somit hat man schon mal keine Tempoprobleme wie in Mia Aranat und zudem gibt es auch die 7 Meilenstiefel, die wir ja aus Morrowind kennen. Zudem ist das Spiel auch teilweise vertont und kann auch mit einem eigenen Soundtrack auftrumpfen, der von Lukas Deutschel kreiert wurde. In Arkwend gibt es 3 spielbare Rassen. Das sind zum einen die Normanen, die Alemannen und die Korinther. Bei den Korinthern kann man stark davon ausgehen, dass es sich hierbei eigentlich um die Kirana handelt, die wir ja auch in Enderal kennengelernt haben. Die Handlung spielt größtenteils auf den namensgebenden Kontinent Arkwend. Und erneut gilt, bevor ich zur eigentlichen Story komme, gibt es einen kurzen Exkurs. Zur Vorgeschichte. Hier spielt der Charakter Arkt, den die Nerim-Spieler bereits bestens kennen, eine wichtige Rolle. Dieser kämpfte einst als Erzseraph für die Lichtgeborenen. Doch zur Zeit von Narazulantias ersten Aufstandes gegen die Lichtgeborenen gelang es letzterem, Arkt in der Stadt Xamona, der Hauptstadt von Arasial, eine Falle zu stellen, wodurch Arkt gezwungen war, unter der Bevölkerung ein regelrechtes Massaker anzurichten. Und für diese Gräueltat wurde Arkt von den Lichtgeborenen verbannt. Dies gefiel Arkt aber gar nicht, weswegen es zu einem großen Krieg kam, der in der damaligen Hauptstadt Storm endete. Dort kam es dann zu einem epischen Duell zwischen Arkt und den Erzseraphen Wendt. Wendt fiel im Kampf, Arkt konnte dennoch verbannt werden. An dem Ort, an dem Wendt fiel, wurde Wendt zu Ehren ein großer Turm errichtet. Und seit jeher heißt die Hauptstadt nicht mehr Storm, sondern Storm Wendt. Und genauso kam es auch zum Namen von Arkwend. Arkt plus Wendt gleich Arkwend. Klingelt? Arkt hingegen wurde nach Enderal verbannt. Ja, ihr habt richtig gehört, nach Enderal. Ich komme später nochmal darauf zurück. Gegenwärtig scheint Arkt in seiner Verbannung wieder an Stärke zu gewinnen. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir beginnen erneut auf einer kleinen Insel mitten im Meer. Genauer gesagt auf der Insel Milet. Und wir sind dabei, das Kloster, an dem wir groß geworden sind, zu verlassen. Und wer jetzt annimmt, dass man mit der Morrowind Engine keinen gescheiten Anfang inszenieren kann, der irrt gewaltig. Der Anfang von Arkwend muss sich garantiert nicht vor dem Anfang von Nerim oder Enderal verstecken. Nun ja, abends begießen wir uns mit unseren Freunden in der hiesigen Kneipe. Doch als wir schon sturzbesoffen sind, taucht auf einmal ein Bote auf. Dieser warnt uns, dass wir verfolgt werden und wir uns umgehend verstecken müssen. Und der Fremde hat recht. In der Stadt hat tatsächlich ein fremdes Schiff angelegt, welches mit bedrohlichen, schwarz gekleideten Soldaten bemannt ist. Da der Spieler vor dem PC, wie auch der Charakter, den wir spielen, überhaupt nicht weiß, was Sache ist, können wir uns als Spieler auch besonders gut in die Situation hineinfühlen. Unsere Freunde versuchen zwar uns zu helfen, doch sie sterben und wir landen am Ende auf ein Gefangenenschiff. An Bord des Gefangenenschiffes erfahren wir, dass wir in ein großes Gefängnis gebracht werden sollen. Warum? Kann uns irgendwie keiner sagen. Außerdem ereilen uns seltsame Träume. So träumen wir von einer belagerten Stadt. Vermutlich handelt es sich hierbei um die damals belagerte Stadt Storm. Als wir aufwachen, haben wir Glück im Unglück und erleiden Schiffsbruch. Wir können uns gerade so auf ein Rettungsboot kämpfen und mit dieser Nussschale kommen wir in Arkwend an. Und das ist der Beginn eines unglaublichen Abenteuers. Als wir an Festland Fuß fassen, durchqueren wir eine menschenverlassene Gegend. Doch wie der Zufall so will, treffen wir auf einen fahrenden Händler namens Herbert. Ida, was macht ein einsamer Wanderer in dieser unwirklichen Gegend? Zum Glück habt ihr mich gefunden, sonst wärt ihr schneller, als ihr es wohl möglich wollt, Rabenfutter geworden. Es ist sicherlich besser für euch, wenn ihr mit mir reist. Wollt ihr mit mir reisen? Wir tun uns zusammen und kämpfen uns gemeinsam zurück in die zivilisierte Welt. Dort können wir erstmal verschnaufen, Nebenquests annehmen, Sachen verkaufen. Ihr wisst, was ich meine. Doch wir sind müde und nehmen uns in der Herberge ein Zimmer. Am nächsten Morgen erwartet uns aber leider kein frisch gepresster Grassaft zum Frühstück, sondern eine Überraschung der unangenehmen Sorte. Denn die Soldaten sind uns irgendwie auf die Spur gekommen. Erneut müssen wir also die Beine in die Hände nehmen und fliehen. Und so begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise in die Hauptstadt. Dabei durchqueren wir mächtige Gebirge und idyllische Wälder und landen schließlich vor den Toren von Stormwind. Diese sind auf Geheiß Kanzler Brutus gesperrt, weil dieser keine Fremden mehr in der Stadt möchte. Doch wie der Zufall so will, findet vor den Toren Stormwinds ein Ritterturnier statt. Als Gewinner des Turniers hätten wir die Möglichkeit, die Stadt zu betreten. Und das Glück ist erneut auf unserer Seite. Wir schaffen es für ein
abstinenten Ritter einzuspringen und bestreiten für ihn das Turnier. Und nach einigen wirklich knüppelharten Kämpfen schaffen wir es, siegreich aus dem Turnier hervorzugehen. Es ist unglaublich! Der Fremde aus Memphis ist Sieger des Turniers! Die Menge jubelt ihn an! Was höre ich da? Der Kanzler persönlich bittet darum, der Fremde möge sein Gesicht zeigen. Ja, und unter dem Publikum befindet sich ein besonderer Stargast, nämlich niemand anderes als der Kanzler Brutus höchst persönlich. Und der will unbedingt wissen, wer sich denn nun unter dem Helm verbirgt. Doch ehe wir den Helm von unseren Haupt streifen können, taucht ein ungebetener Besucher auf, der verbannte Magier Callisto. Und den sollten die Nerim-Spieler von euch bestens kennen. Callisto warnt uns davor, unser Gesicht zu zeigen, und es kommt zu Ausschreitungen. Nachdem Callisto dann geflohen ist, interessiert sich auch keine Sau mehr für uns und wir können die Stadt betreten. Und die Hauptstadt Stormwind hat so einiges zu bieten. So gibt es hier viele besondere Händler mit einem großen Angebot, zum Beispiel ein Abenteuerladen, in dem man sich Werkzeuge und Rucksäcke kaufen kann. Aber Waffen, Rüstungen, Zauber und Heiltränke kommen auch nicht zu kurz. Außerdem gibt es auch eine Arena in der Stadt und auch einige Fraktionen und Gilden, denen man sich anschließen kann. So zum Beispiel der Stadtwache und den Klerikern, bei welchen man übrigens auch Schritt für Schritt die Kathedrale neu aufbauen kann. Außerhalb von Stormwind gibt es dann noch die Jägergilde und ein Kloster. Und dann wäre dann auch die Diebesgilde, zu der es uns zieht. Denn beim Betreten der Stadt kriegen wir den nicht ganz so subtilen Hinweis, dass wir zum Fortsetzen der Hauptstory der Diebesgilde beitreten mögen. Als wir die Diebesgilde finden, gilt es erstmal, eine kleine Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Als wir die geschafft haben, sind wir Mitglied. Die Diebesgilde wird von der mysteriösen Meisterdiebin angeführt. Wir bekommen als Anfänger erstmal kleinere Aufträge. Doch nach und nach bekommen wir von gewissen mysteriösen schwarzen Steinen mit. Wer Enderal gespielt hat, kennt diese schwarzen Steine garantiert und weiß auch, dass mit diesen schwarzen Steinen mal so gar nicht zu spaßen ist. Außerdem kommen wir einer Verschwörung auf die Schliche. Offenbar hat die Meisterdiebin irgendetwas mit diesen schwarzen Steinen vor und vermutlich nichts Gutes. Darum versuchen wir und einige Komplizen, die Meisterdiebin zu stürzen. Wir schaffen es, einen Verbündeten der Meisterdiebin, einen gewissen Baron, zu besiegen. Doch als wir zur Diebesgilde zurückkehren, stellen wir fest, dass die Meisterdiebin durchgedreht ist und ein regelrechtes Massaker angerichtet hat. Und so folgen wir der Meisterdiebin bis tief in die Ruinen unter der Stadt. Dort treffen wir die Meisterdiebin schließlich auch an. Und zwar vor einem verschlossenen Tor, hinter welchem laut Aussage der Meisterdiebin noch etwas verwahrt ist, was noch mächtiger ist als die schwarzen Steine. Nachdem wir die Meisterdiebin unser Schwert schmecken lassen, tauchen plötzlich zwei Schergen des Kanzlers auf, welche uns befehlen, uns umgehend mit dem Kanzler Brutus höchst selbst in Verbindung zu setzen. Wir treffen uns also mit dem Kanzler und dieser spannt uns in seine Pläne ein. Wir sind gezwungen, für ihn zu arbeiten. Dieser lädt uns sogar in seine pompöse Hollywood-Villa ein, wo er uns seine Pläne erklärt. Der Kanzler will die verbleibenden schwarzen Steine in seinen Besitz bekommen, welche sich im nordöstlichen Gebirge bei den Sternlingen befinden. Doch aus einer gemütlichen Abreise zu den Sternlingen wird leider nichts. Denn auf einmal wird die Stadt von Verbündeten der Meisterdiebin und des Barons angegriffen. Diese setzen Teile der Stadt in Flammen und es kommt zu Kämpfen. Wir flüchten also aus der Stadt und machen uns auf zu den Sternlingen. Und ab dieser Stelle wird das Spiel richtig geil. Um zu den Sternlingen zu gelangen, müssen wir uns erstmal durch die Wildnis kämpfen, da der Zug ausgefallen ist. Glücklicherweise kriegen wir hierbei Begleitung von einem weiteren reisenden Abenteurer. Von Nemprest aus nehmen wir dann den Sternlingszug ins Gebirge zu den Hallen des Sternlingkönigs. Von diesem erfahren wir, dass sein Sohn, Prinz Maugini, ebenfalls auf der Suche nach den schwarzen Steinen ist. Dummerweise gilt er nur seit einigen Wochen bereits mit seiner Expeditionstruppe als verschollen. Wir bieten also bereitwillig an, den Prinzen zu suchen und ihn wieder heile zurückzubringen. Aus einigen verlorenen Tagebuchseiten finden wir auch heraus, was Prinz Mauginis Truppe alles so zugestoßen ist. Und ab der Stelle erschlägt uns das Spiel mit einem Highlight nach dem anderen. Nach einer spektakulären halsbrecherischen Rutschpartie durchqueren wir gruselige Kerker, längst verlassene Sternlingsruinen, verzweigte Minensysteme, geraten in einen Bürgerkrieg, durchqueren Skelette von toten Riesenwürmern und am Ende finden wir Prinz Maugini.
Dieser wird von einem Dämonen, welcher im Besitz der schwarzen Steine ist, in einem Käfig gefangen gehalten. Und der Dämon weiß auch bestens, mit diesen schwarzen Steinen umzugehen. So hat er mit diesen eine ganze Armee von sogenannten Arps erschaffen. Nachdem der Dämonenfürst besiegt und der Sternlingsprinz befreit ist, müssen wir zusehen, wie wir unseren Rückweg bestreiten. Dafür kommt uns ein altes Sternlingsflugschiff ganz gelegen. Der Flug endet aber bedauerlicherweise mit einer unsanften Bruchlandung, buchstäblich am Ende der Welt. So müssten wir uns gefühlt über die halbe Karte schlagen, bis wir endlich wieder bei den Sternlingen angekommen sind. Als Dank erhalten wir die schwarzen Steine und haben bei den Sternlingen auch einen dicken Stein im Brett. Wenig dankbar zeigt sich hingegen der Kanzler, als wir ihn die schwarzen Steine bringen. Denn dieser lässt uns prompt einsperren. Und zwar an dem Ort, wo er uns von Anfang an haben wollte, auf der Gefängnisinsel Gargard. Dank der Hilfe eines Drachens gelingt uns die Flucht. Und diese Unterstützung verdanken wir Callisto. Der Zauberer hat sich zusammen mit einigen Rebellen im Gebirge verschanzt. Und in Callistos Versteck erfahren wir eine ganze Menge. So sind wir der Abkömmling des letzten Kaisers von Arkwind. Als Kanzler Brutus den Kaiser stürzte, ließen der Kaiser und Callisto uns rechtzeitig außer Landes schaffen. Es war auch Callisto gewesen, der damals den Boten entsandt hatte, der uns damals vor Brutus Soldaten warnte. Auch über die schwarzen Steine erhalten wir neue Erkenntnisse. Und zwar wurden diese damals von Ark erschaffen. Unser nächstes Ziel sollte also klar sein. Wir wollen den Usurpator Brutus stürzen und unseren rechtmäßigen Platz als Thronerbe einnehmen. Und das dürfen wir auch ganz alleine machen. Von Callisto und Co. gibt es keine Unterstützung. Wir müssen zwei Gruppen bilden. Gruppe A und Gruppe B. Minen sind ja auch überbewertet. Um es kurz zu machen, natürlich ist der Kanzler dank der schwarzen Steine nun sehr mächtig. Aber gegen uns kommt er trotzdem nicht an. Und so besiegen wir ihn und lassen uns vom Volke feiern. Im Grunde genommen sind wir nun der neue Herrscher über Arkwind. Doch ganz ehrlich, dass wir Kaiser sind, interessiert eigentlich keine Sau. Es hat keine Auswirkungen auf Nebenquests oder ähnliches und es gibt ja nicht mehr Händlerrabatt. Unverschämtheit. Doch ganz leer aus gehen wir nicht. An dem Ort, an dem wir die Meisterdiebe erschlugen, können wir nun die Tür betreten, welche damals noch verschlossen war. Und hinter dieser Tür verbirgt sich das Schwert unseres Urahnen Goths. Dieser war ein sehr mächtiger Kaiser und wir erinnern uns, laut der Meisterdieben ist dieses Schwert also mächtiger als die schwarzen Steine. Mit dem Schwert geht man wirklich ab wie ein Schnitzel. Es ist sehr overpowered, aber das ist auch gut so, denn im Verlauf der Hauptquest werden die Gegner nun deutlich schwieriger und einige Nebenquests sind ohne dieses Schwert praktisch unspielbar. Und die Nerim-Fans von euch sollten wissen, dass wir dieses Schwert noch öfter zu Gesicht bekommen werden. Doch das Schwert ist noch lange nicht alles. Als neuer, stolzer Besitzer des Stormwind Towers können wir nun auf einige komfortable Features zurückgreifen. So gibt es hier, neben jeder Menge Gold und Schätzen und einem Treppenlauf-Simulator, ein komfortables Schnellreisesystem. Hier finden wir einen Schlüssel, mit dem wir Portale überall nach Arkwind betreten können. Sehr praktisch. Wer nun annimmt, dass jetzt, wo wir Kaiser sind, die Story ihr Ende gefunden hätte, der irrt. Nachdem wir das Schwert an uns genommen haben, begeben wir uns umgehend nach Tyrat, zum Hauptsitz des lichtgeborenen Tyrs. Und auch die Nerim-Fans von euch sollten Tyrat schon einen Besuch abgestattet haben. Tyr hat seinen neuen Sitz inzwischen auf Inodan und wird daher von einem Rat vertreten. Und dieser Rat betraut uns nun mit einer nicht minder wichtigen Aufgabe. Uns wird aufgetragen, uns nach Enderal zu begeben und den dort verbannten Arkt ein für alle Mal zu besiegen. Denn wie wir ja wissen, erstark dieser in seiner Verbannung. Und an der Stelle muss ich ganz kurz mal für Entwirrung sorgen. Ich war damals, und das war noch bevor Enderal erschien, auch sehr verwirrt, warum es denn zwei Orte gibt, die Enderal heißen. Beziehungsweise, warum kommt man darauf, das neue Mod-Projekt nach einem Ort zu benennen, den es schon längst gibt? Es gibt zwischen diesen beiden Enderals keinerlei Verbindung, zumindest für mich keine ersichtliche. Und das ist mir persönlich auch ein Rätsel, warum man Enderal, nun ja, Enderal genannt hat. Wer dazu was weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Auf alle Fälle, es handelt sich hierbei nicht um das Enderal, was wir aus dem Mod-Projekt von 2016 kennen. Um nach Enderal zu gelangen, verschlägt es uns in die Wüste von Arkwind. Erneut erleben wir eine abenteuerliche Reise und kommen in der Wüste an. In der Wüste erwartet uns eine freudige Überraschung. Wir werden diese Aufgabe nämlich nicht allein bestreiten. Wir bekommen tatkräftige Unterstützung von Callisto, Prinz Morghini und einigen anderen. Während unserer Wüsten-Odyssee begegnen wir auch einem Nomadenvolk, das ebenfalls mit Arkwind im Bunde ist. Schlussendlich erreichen wir dann endlich Enderal. Enderal ist eine tote Landschaft, wo tote Bäume aus der Erde ragen und Lavaströme durch das Land ziehen. Und hier sehen wir auch, dass Arkt mittlerweile eine bedrohliche Armee aufgebaut hat. Die Angst vor Arkt war also nicht unbegründet. Diesen gewaltigen Streitkräften können selbst wir mit unserem mächtigen Schwert nichts entgegensetzen. Mit einem Sternling-Trick
gelingt es Maugini, die Armee stark zu dezimieren. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich Arkt gar nicht in Enderal aufhält, also müssen wir an anderer Stelle suchen. Und das sieht wie folgt aus. Wir metzeln uns durch Nomaden, wir metzeln uns durch noch mehr Nomaden und durch noch mehr Nomaden. Ich glaube, ich habe stark zum Ausdruck gebracht, dass es hier viele Nomaden gibt. Kleiner Tipp von mir an der Stelle, bei den ganzen Gegnerhorden von Nomaden lassen sich wunderbar Zerstörungszauber anwenden, die einen großen Flächenschaden haben. Nachdem wir uns also durch unzählige Nomaden gemordet haben, kommen wir zu drei gruseligen Masken, was auch immer die darstellen sollen, keine Ahnung. Und auf einmal werden wir wegteleportiert und sind in den Hallen des Schicksals, wo wir auf den Wächter der Zeit treffen, der uns prompt eine Zeitreise spendiert, in denen wir wichtige Schlüsselmomente sehen. Warum wir jetzt in den Hallen des Schicksals sind und wer dieser mysteriöse Wächter der Zeit ist und inwiefern er mit den anderen großen Mächten auf dieser Welt in Verbindung steht, weiß ich absolut nicht. Und ist auch irgendwie nicht wirklich storyrelevant. Egal. So sehen wir den ersten Krieg zwischen Arkt und Wendt, sehen die Sternlingshallen in voller Blüte, bevor der Dämonenkönig über sie hereinbrach. In der Zeitreise erfahren wir auch, dass Arkt den Kanzler Brutus und den Dämonenkönig kontrolliert hat. Denn es war Arkt, der uns von Anfang an tot sehen wollte. Wir mit unserem königlichen Blute waren wohl eine Bedrohung für Arkt. Aber eine Sache war für mich, der inzwischen auch Enderal gespielt hat, besonders interessant. Nämlich sieht man hier die Spuren einer bereits geschehenen Läuterung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hieraus die Inspiration für Enderal zum Teil gezogen hat. Nachdem die Zeitreise zu Ende ist, stehen wir auch Arkt gegenüber. Arkt erweist sich als ein sehr listiger Gegner, der sich teilweise auch verwandeln kann. Doch das hält uns nicht davon ab, ihn zu besiegen. Und die Nerim-Spieler erahnen es sicherlich schon, so leicht kriegt man Arkt nun auch wieder nicht klein. Doch vorerst ist die Welt vor Arkt gerettet. Zurück in Stormwind werden wir gebührend gefeiert. Und dort erwarten uns einige Seraphim-Wächter, welche von Tyr ausgesandt wurden. Diese befehlen uns, dass wir umgehend mit ihnen mitkommen sollen. Es steht einem frei, den Dialog abzubrechen und die Welt weiter zu erkunden. Willigt man ein, ist das Spiel zu Ende. Wem es nach mehr Details dürstet, in der Promophase zu Nerim wurde ein Video veröffentlicht mit dem Namen Arktwind Outro. Ich werde euch das Video auch unten mal verlinken. Hier sehen wir, wie der Held, welcher als der letzte Seraph in die Geschichte eingehen sollte, zur Tür gebracht wird. Zudem erfahren wir, dass es sehr düster um das Schicksal Arktwind bestellt ist. Denn schon bald wird ein gewaltiger Kataklysmus den halben Kontinent zerstören. Das Ende Arktwinds ist der Anfang von Nerim. Zum Abschluss nochmal kurz mein Fazit. Ich kann euch nur empfehlen, spielt Arkwind. Es ist deutlich besser als Mia Aranat. Man hat sich hier sehr gesteigert. Und lasst euch echt nicht von der Morrowind Engine abschrecken. Man hat hier sehr viele praktische Features und Mods eingebaut, die Unannehmlichkeiten von Morrowind bestens ausmerzen. Und es ist einfach wirklich ein geiles Abenteuer. Kann man echt nicht anders sagen. Also klare Spielempfehlung. Nach Arktwind zogen dann 4 lange Jahre ins Land und Sommer 2010 erschien dann Nerim am Rande des Schicksals. Zwischenzeitlich erschienen noch die Fallout 3 Mod Cube Experimental. Rein chronologisch betrachtet gibt es noch 2 Geschichten, die deutlich vor der Haupthandlung von Nerim spielen. Zum einen hätten wir hier ein Hörbuch zu Nerim mit dem Namen Kriegsdämmerung. Das Hörbuch wurde damals per Crowdfunding finanziert und spielt rund 30 Jahre vor Nerim. Und dann gibt es da noch den Enderal-Roman Träume eines sterbenden Gottes. Dieser fokussiert sich stark auf die Vergangenheit vom Charakter Jesper und ist zeitlich auch noch vor den Geschehnissen von Nerim anzusiedeln. In Enderal gibt es übrigens auch einen kleinen Verweis auf die Story vom Buch. Das mit den Träumen kenne ich. Ich hatte lange Zeit einen ähnlichen. Ich war in einer Art Halle, fast wie ein Tempel, nur dass überall Sitzreihen und Bänke waren, wie in einem Gerichtssaal. Mein Vater saß auf der Richterbank. Aber er war eine Leiche. Alle Zuschauer und die Geschworenen sahen aus wie er. Wie auch immer, es kam zu diesem grotesken Prozess, in dem er mir vorwarf, meine Pflicht für die Familie nicht erfüllt zu haben, und endete immer damit, dass ihm die Haut vom Gesicht schmolz wie heißes Wachs. Verstörend, ich weiß. Mit der Zeit haben die Träume dann aufgehört, weil mir jemand geholfen hat. Und wer lesefaul ist, es gibt auf YouTube sogar ein Hörbuch, welches sogar von Martin Sabel persönlich gelesen wird. Besseren Hörgenuss kann man sich kaum wünschen. Also unbedingt reinhören. Nun aber zurück zu Nerim und wir beginnen wie immer mit den neuen Features. Die Liste der Neuerungen zum Hauptspiel Oblivion ist sehr lang. Neben Möglichkeiten wie Schätze ausbuddeln und Erz abbauen kann man nun endlich auch Waffen und Rüstungen schmieden.
Geschmiedete Waffen können zudem auch am Schleifstein verbessert werden. Außerdem kann man kochen und braten und sogar seinen eigenen Wein keltern. Features aus Arctwend wie Weben oder Bäume fällen gibt's leider nicht mehr. Dafür gibt es eine clevere Anpassung im Loot-System. Wer Tiere richtig looten will, benötigt erstmal entsprechende Jagdlehrbücher. Erst wenn er die entsprechenden Bücher gelesen hat, kann er auch sowas wie Felle, Krallen oder Zähne looten. Generell gibt es in Nerim viel mehr Tiere als in Oblivion. In Oblivion gab es beispielsweise Rindfleisch zu finden, aber kein einziges Rind. Und hier hören die Änderungen noch lange nicht auf. So hat es auch ein ganzes Bankensystem ins Spiel geschafft, wo man Anteilsscheine und Zinsen erlangen kann. Nun gab es auch erstmals Set-Gegenstände im Spiel zu finden. Wie der Name schon vermuten lässt, bekommt man mit jedem neuen Rüstungsset bessere Boni. Gilden haben es diesmal nicht ins Spiel geschafft. Als Ausgleich hierfür gibt es allerdings viele Achievements und sammelbare Gegenstände. Eine weitaus größere Änderung betrifft das Level-System. Nun setzt man nicht mehr komplett auf das Learning-by-Doing-System von Oblivion, sondern auch auf ein klassisches Erfahrungspunktesystem, wie wir es zum Beispiel von Gothic kennen. Einhergehend mit dem neuen Level-System gab es auch ein neues Magierängesystem. Alle 7 Stufen bekommt man einen neuen Magierang, mit dem man dann mächtigere Zauber ausführen kann. Und wo wir gerade bei den Zaubern sind, auch hier gab es eine Menge Änderungen. So kann man nun Gegner einfrieren, wegschleudern und es gibt komplett neue Zauber, wie die Feuermine oder die Frostnova. Nach einigen Patches schaffte es sogar ein Tower Defense Minispiel ins Spiel. Des Weiteren kamen mit den Patches auch sehr originelle Kopfgeldaufträge hinzu, welche auch sehr lohnenswert sind. Die meisten dieser Änderungen wurden dann auch in Enderal übernommen. Durch die Komponisten Lukas Deutschel und Simon W. Autenriet, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wurde dem Spiel auch noch ein zauberhafter Soundtrack hinzugefügt. Auch bei der Vertonung hat sich eine Menge getan. Wo Arctwend nur hier und da mal mit einer Vertonung auftrumpfen konnte, ist in Nerim inzwischen jeder Charakter vertont. Nur die unwichtigen NPCs haben etwas wenig Kommentare auf Lager. Der Kontinent Nerim gliedert sich insgesamt in 3 Regionen. Da hätten wir das große Mittelreich, das abgeschottete Südreich, welches sich in der Hand eines knallharten Schöpferkultes befindet, und das Nordreich, welches sich mit dem Mittelreich im Krieg befindet. Und erneut gibt es wieder 3 spielbare Rassen. Das sind zum einen die Alemannen, die Normannen und die Eterner. So, und nun zur eigentlichen Story und wie immer der Exkurs zur Vorgeschichte. Wir beginnen bei Narazul Arantheal. Als Sohn Thealo Arantheals, des obersten Heerführer der Lichtgeborenen, hatte Narazul ursprünglich vor, ein Paladin für die Lichtgeborenen zu werden. Nach einigen tragischen Ereignissen begann Narazul jedoch an den Lichtgeborenen zu zweifeln. Als er dann noch von der Vorherbestimmung des Tel Imaltats mitbekam, der sogenannte Schattengeborene, welcher die Aristokratie der Lichtgeborenen beenden sollte, fasst er den Plan, die Lichtgeborenen zu vernichten. Zusammen mit den Magier Merzul und den Ex-Paladin Baratheon gründeten sie die Fraktion namens der Orden. Und es lief anfangs gut für sie. Narazul gelang es, den Lichtgeborenen Erodan, welcher über Nerim herrschte, zu töten. Durch den Sieg über Erodan war Narazul nun gänzlich davon überzeugt, der neue Schattengeborene zu sein. Dadurch wurde er übermütig, was letztlich zu seiner Niederlage führte. Baratheon verriet ihn und fiel ihn in den Rücken. Seither wird Narazul an einen geheimen Ort gefangen gehalten. Baratheon übernahm die Herrschaft über Nerim und begann damit, die Magie zu verbieten. Denn er wollte die Magie ganz für sich alleine wissen. So wurden im jedem Dorf und jeder Stadt sogenannte Hexenglocken aufgestellt, welche in der Lage sind, Magie aufzuspüren. Daher ist es im Spiel auch nicht ratsam, in der Nähe von Städten und Dörfern zu zaubern. Merzul hingegen hielt an den Idealen des Ordens fest und setzte die Arbeit im Geheimen fort. Aktuell herrscht auf Nerim Krieg, da sich das Nordreich unter der Führung von Taranor Koarek vom Mittelreich losgesagt hat. Es herrschen also schicksalshafte Zeiten, in der ein kleiner Kiesel eine gewaltige Lawine auslösen kann. Ankunft am Treffpunkt war die Lawine ins Rollen gebracht worden.
ja und was für eine Lawine er auslösen sollte, an der Stelle kommen wir ins Spiel. Unser Charakter wird in der idyllischen Abtei Tirin groß und auch wir erhalten eine ominöse Einladung zu einem ominösen Treffen in einer ominösen verlassenen Mine. Doch zu einem Treffen kommt es nicht. In der Mine erleben wir ein wahres Horrorszenario. Nachdem wir uns durch unzählige Trolle gekämpft haben, treffen wir auf Merzul. Dieser klärt uns umgehend auf. Ursprünglich sollte hier ein Treffen stattfinden zwischen Magiebegabten, welcher er für den Orden rekrutieren wollte. Von den Trollen habe er angeblich nichts gewusst. Und an der Stelle frage ich mich, wieso benutzt so ein mächtiger Magier nicht einfach mal einen lebenden Deckenszauber? Wieso nutzt die keiner? Als einziger Überlebender können wir die Bewerbungsformalitäten überspringen. Und wir haben den Job, ob wir wollen oder nicht. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl... Nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Und als wir diese stinkende, düstere Höhle verlassen, bietet sich uns folgender Ausblick. Einfach brutal. Und es ist in dem Spiel eine wahre Herausforderung, nicht alle 10 Sekunden die schöne Landschaft zu bewundern. Aber weiter im Text. Bevor wir uns zum Orden aufmachen, gibt es noch eine Nebenquest, die wir machen können, welche sich mit unserer Vergangenheit befasst. Und die ist auch ziemlich interessant, darum soll es hier jetzt aber nicht gehen. Wir machen uns also auf zum Arcan Sanctum, wo der Orden residiert. Nach einer kleinen Aufnahmeprüfung, welche nicht ganz ungestört abläuft, sind wir nun offiziell Mitglied des Ordens. Hier haben wir auch nun die Möglichkeit, unsere Klasse zu spezifizieren. Wir können uns 1 von 4 Sternzeichen aussuchen. Jede Spezifizierung hat unterschiedliche Vor- und Nachteile und auch besondere Fähigkeiten. Anfangs machen wir erstmal kleinere Aufgaben für den Orden. Unter anderem sollen wir auch die Sklavin Kim befreien. Oder Sklave. Je nachdem, welches Geschlecht wir spielen, ist Kim unterschiedlich. Spielen wir als Mann, ist Kim eine liebreizende, süße Dame. Spielen wir als Frau, ist Kim ein chromosomarmer, weinerlicher Waschlappen. Alsbald werden wir auch mit einer wichtigen Aufgabe vom Orden betraut. Dieser will endlich wissen, wo genau Narazul gefangen gehalten wird. Und um das herauszufinden, bietet sich die Gelegenheit, ihn einfach selbst zu fragen. Nämlich mit der Hilfe einer sogenannten Silberplatte. Dies sind magische Kommunikationsinstrumente der Lichtgeborenen, mit denen man sich über weite Entfernungen unterhalten kann. Auf jedem Kontinent gibt es eine Silberplatte. Die auf Nerim kann man schon mal vergessen, aber es gibt eine, die noch für uns nutzbar ist, nämlich die auf Arctwind. Arctwind ist inzwischen schon seit 30 Jahren zerstört. Nach dem großen Erdbeben ist das Land inzwischen unbewohnt. Die einzigen, die sich dort noch herumtreiben, sind Schatzsucher und Plünderer. Die Ruinen von Thermatral sind eine Schatzgrube, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wir wollten nur mal schauen, ob da vielleicht irgendwer was Brauchbares zurückgelassen hat. Ein paar Flaschen Thermatraler Branntwein vielleicht. Oder eine alte Münze, ihr wisst schon. Also reisen wir Richtung Arctwind. Dabei nimmt uns eine Bande Plünderer glücklicherweise auf ihren Schiff mit. Und in der Tat ist von Arctwind nicht mehr viel übrig. Das einst stolze und mächtige Reich ist nun nur noch eine Ruine. Wo einst idyllische Wälder wucherten, ist heute nur noch totes Ödland vorzufinden. Wer Arctwind gespielt hat, erkennt die einzelnen Orte auch wieder. Um zur Silberplatte zu gelangen, begeben wir uns in die Ruinen von Stormwind. Besser gesagt, zum Stormwind Tower, der inzwischen schon längst verfallen ist. Unter dem Stormwind Tower finden wir eine Katakombe und dort nimmt ein alter Bekannter mit uns Kontakt auf. Niemand geringeres als Arct. Genannt werde ich der gefallene Erzseraph, der ehemalige Kriegsmarschall derer, die ihr Menschen als Götter bezeichnet. Und der nun von eben jenen verachtet wird, obwohl er so viel für sie getan, so viel für sie geopfert hat. Ich bin Arct. Was ihm in den letzten 30 Jahren widerfahren ist, wird nicht so ganz aufgeklärt. Wir finden auf jeden Fall die Silberplatte und es klappt tatsächlich, mit Narazul Kontakt aufzunehmen. Dieser kann uns aber nur kryptische Details zu seinem Aufenthaltsort preisgeben. Zum Schluss zeigt sich Arct auch nochmal persönlich. Und in der Tat sehen wir, dass Arct und Narazul nicht die besten Freunde sind. Du abartiger Sohn einer Hure! Auf dem Rückweg werden wir leider von Baratheons Soldaten eingesperrt. Stopp! Zutritt nur mit beglaubigter Autorisierung! Sag ihm, es ist ein Notfall. Es ist ein Notfall. Ich muss die Gefangenen so schnell wie möglich in einen anderen Bereich überführen. Wenn ihr keine Autorisierung vorzuweisen habt,
handelt ihr zuwider der Verordnung. Ich bin angewiesen, sämtliche Zuwiderhandlung eiligst zu melden, damit diese gemäß Absatz 3 unter Punkt 2 der Wachverordnung geahndet werden können. Sag, du berufst dich auf Absatz 19 unter Punkt 5b. Ich berufe mich auf Absatz 19 unter Punkt 5b der Wachverordnung. Dieser Unterpunkt ist mir nicht geläufig. Zwecks Nachkontrolle desselben muss ich dazu auffordern, hier stehen zu bleiben, während ich die erforderliche Prüfung vornehme. Was für ein Trottel. Und jetzt weiter, durch die Tür. Aber auch diese Mauern können uns nicht lange halten. Und wir machen uns auf zu unserer nächsten Etappe, ein Bergkloster des Ordens. Und das wird von Callisto geleitet. Diesen verschlug es aufgrund der Zerstörung von Arkwend nach Nerim. Und in Nerim ist er nicht gerade der größte Sympathieträger. Kennen wir uns vielleicht irgendwo her? Wer Enderal gespielt hat, trifft im Bergkloster auch auf einen weiteren Bekannten, nämlich Konstantin Funkenschlag. Viel hat der Kerl nicht zu sagen, aber eine nette Referenz. Charaktere wie Lishari oder Yuslan kann man im Kloster allerdings nicht antreffen. Ein längerer, bequemer Aufenthalt bleibt uns im Kloster allerdings nicht vergönnt, denn die Soldaten des Kanzlers sind uns gefolgt. Nun steht das Kloster unter Belagerung. Wir fliehen also, um Hilfe zu holen. Und der Fluchtweg führt uns tief unter die Erde, direkt zu den Sternlingen. Und holy shit, ab der Stelle geht das Spiel richtig ab. Denn auf der Flucht durchqueren wir den epochalsten Dungeon, den es wohl in der Videospielgeschichte jemals gegeben hat. Schon allein deswegen lohnt es sich, Nerim zu spielen oder es sich als Let's Play anzuschauen. Bis heute kann ich mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal durch diesen Dungeon gerannt bin und es nicht fassen konnte, was sich da eigentlich abspielte. Bevor meine Schwärmereien jetzt ausarten, mache ich mal weiter. Wir machen Bekanntschaft mit den Sternlingen. Mit deren Hilfe gelangen wir schließlich in die belagerte Stadt Karbaid. Dort machen wir den Anführer des Nordreichs, Taranor Koarik, unsere Aufwartung. Und wie so oft wäscht eine Hand die andere. Wir helfen bei der Befreiung Karbaids und das Nordreich unterstützt uns ebenso. Und diese Unterstützung können wir gebrauchen. Denn wir haben einen Plan, um an den Aufenthaltsort von Narazul Arantial zu kommen. Denn hierfür müssen wir nur mal ebenso in das bestbewachte Gebäude des ganzen Reiches einbrechen. Den Palast von Kanzler Baratheon persönlich. Und wir haben Glück, wir finden tatsächlich die passenden Koordinaten. Schnurstracks machen wir uns also auf zu Narazul Arantials Gefängnis. Und wir schaffen es, ihn aus seiner 30-jährigen Gefangenschaft zu befreien. Mit den Lichtgeborenen haben wir es uns nun endgültig verscherzt. Und dies ist der Beginn von Narazul Arantials zweiten Kreuzzug gegen die Lichtgeborenen. Doch vor dem Kreuzzug und der Befreiung des Nordreichs machen wir erstmal einen kurzen Abstecher, um eine mächtige Waffe zu bergen, den Seelenschinder. Und hierzu absolvieren wir einen wahren Jump-and-Run-Rätsel-Dungeon und der hat es richtig in sich. Und an der Stelle sieht man auch, was in Oblivion rein gameplay-technisch alles so möglich gewesen wäre. Am Ende kriegt Narazul sein Schwert und bei der Befreiung des Bergklosters sehen wir erstmal, wie mächtig Narazul überhaupt ist. Nachdem das Kloster befreit ist, wird auch ruckzuck das Nordreich befreit und wir ziehen in den Krieg gegen den Kanzler. Und so schaffen wir es im Handumdrehen, Erotin zu erobern und den Kanzler ein für alle Mal zu besiegen. Nun herrscht zeitweise Frieden auf Nerim, es gibt keinen Bürgerkrieg und Narazul herrscht über das Mittelreich. Und wir bekommen schleunigst unsere nächste Mission. Diese führt uns hoch in den Norden in eine alte, verfallene Bastion des Heiligen Ordens der Lichtgeborenen. Dort sollen wir die Vorherbestimmung des Schattengeborenen bergen. Es stellt sich heraus, dass Narazul seinen eigenen Vater, Thealor Arantial, dazu verflucht hat, diese Vorherbestimmung zu bewachen. Damals ahnte man noch nicht, wie wichtig Thealor Arantial noch werden sollte. Nachdem wir die Vorherbestimmung ordnungsgemäß abliefern, kriegen wir unseren nächsten Auftrag. Und zwar sollen wir im Südreich eine Revolte gegen den grausamen Schöpferkult anzetteln. Die Missionen im Südreich fasse ich jetzt mal äußerst vage. Kleiner Spoiler, sie sind geil. Und auch hier treffen Enderal-Spieler einen Bekannten, nämlich den Charakter Gabor, den man in Enderal auch im Adelsviertel antreffen kann. Dieser ist uns bei einer bestimmten Mission behilflich. Am Ende herrscht großes Chaos und der Schöpfertempel steht in Flammen. Das einzig Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel bei Nacht.
Während wir im Südreich aktiv waren, ist es Narazul gelungen, die Lichtgeborenen aufzuspüren, welche sich in Arctwind verstecken. Also geht es erneut nach Arctwind. Doch bevor wir uns den Lichtgeborenen entgegenstellen können, benötigen auch wir ein Schwert, was dem Seelenschinder ebenbürtig ist. Ein Schwert, mit dem wir einen Lichtgeborenen töten können. Dafür begeben wir uns nach Tirath, was wir inzwischen ja auch aus Arctwind kennen. Und dort finden wir auch das Schwert. Und dieses Schwert kennen wir ebenfalls aus Arctwind. Denn es handelt sich um das Schwert von Goth, das Schwert des letzten Seraphen. Beiläufig erfahren wir auch, was mit dem Held aus Arctwind geschehen ist. Die Klinge ist auf jeden Fall nach all den Jahren immer noch overpowered. Mit dem Schwert im Gepäck und einem größenwahnsinnig gewordenen Narazul Arantial treten wir den Lichtgeborenen entgegen. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Rein theoretisch hätte man aus dieser Prämisse wahrscheinlich schon ein eigenes Spiel im Stile von God of War machen können. Aber ich denke, es ist verständlich, dass man hier den einfacheren Weg gegangen ist. Nichtsdestotrotz ist es etwas seltsam, dass die Lichtgeborenen alle schön brav nacheinander gegen uns kämpfen. Die Kämpfe sind dennoch ein Highlight und es ändert auch nichts am Fakt, dass dieser Moment einer der ganz großen in der Geschichte von Vyn ist. Wir schaffen es, die Lichtgeborenen Ysara, Saldrin, Morala und Malphas zu töten. Tyr und Irlanda fliehen jedoch nach Inodan. Doch bevor wir diesen nachsetzen können, tritt Arkt dem verrückt gewordenen Narazul Arantial entgegen und tötet diesen. Ruhe selbst. Dein Leben war Hölle genug. Mit Hilfe Arkt und der Sternlinge gelangen wir nach Inodan, um den Job zu beenden. In Inodan werden wir auch mit vielen Grautönen und moralischen Fragen konfrontiert, die ich jetzt aber nicht im Einzelnen aufklären werde. Wir bringen den Job zu Ende und sind somit der neue Schattengeborene. Und es gibt eine kleine Überraschung, denn der verstorbene Narazul ist nicht gänzlich tot, denn als Träger des Seelenschinders ist seine Seele in den Seelenschinder übergegangen. Da wir diesen an uns genommen haben, kann er darüber mit uns kommunizieren. Durch Narazul und Arkt erfahren wir einige neue Infos. Und zwar haben wir es hier mit einem diabolischen Zyklus zu tun, der nie zu Ende kommen will. Denn es gab schon unzählige Licht- und Schattengeborene vor uns. Immer drückt ein Lichtgeborener die Waage nach unten. Doch der Schattengeborene, der sich um dieses Ungleichgewicht kümmert, bringt die Waage selber ins Ungleichgewicht. Doch wenn das passiert, entsendet das Schicksal einen Boten, der sich um den Schattengeborenen kümmern soll. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Der inzwischen geläuterte Narazul hat einen Plan gefasst, wie wir diesen Zyklus ein für alle Mal durchbrechen können. Dafür müssen wir die Vorherbestimmung des Schattengottes zerstören. Und zwar tief unter der Erde, im Herzen der Welt. Wir begeben uns also umgehend zum Herz der Welt und durchqueren dabei ein wunderschönes Unterwasserlevel. Zudem finden wir auch einen gefallenen Schattengott, dessen Rüstung wir gerne an uns nehmen. Wir zerstören die Vorherbestimmung im Herzen der Welt und landen am Rande des Schicksals. Wir treffen auf die Schicksalsbotin Saranta, die das Schicksal selbst verkörpert. Dadurch, dass wir die Vorherbestimmung zerstört haben, ist es uns nun möglich, sie mit Arkts Hilfe zu bezwingen. Und das schaffen wir auch. Ab diesem Moment sind alle Lebewesen frei vom Schicksal und können selbst über ihr Leben entscheiden. Nach dem Kampf ist die Hauptstory zu Ende und Arkt zieht sich zur Ruhe. Und auch Narazuls Seele im Seelenschinder findet ihren Frieden. Verzeiht mir. Gewiss habt ihr noch Dinge zu tun in dieser Welt. Mich berührt dies nicht mehr. Weder die Welt noch die Dinge darin. Gehabt euch also wohl. Schattengott. Unsere Story ist aber noch nicht ganz abgeschlossen, denn es gibt noch einen Epilog. In diesem Epilog können wir unseren rechtmäßigen Platz in der Zitadelle des Schattengottes einnehmen. Dort müssen wir einige Prüfungen absolvieren. In diversen Visionen erfahren wir auch vieles über unsere Vergangenheit. Doch auf einmal werden die Prüfungen unterbrochen und wir werden von einer mysteriösen Sekte gefangen genommen. Wie sich herausstellt, steckt diese Sekte hinter dem Seelenschinder und diese hat vor, den Seelenschinder zu zerstören. Dies würde nicht nur den Tod aller sich im Schwert befindenden Seelen bedeuten, sondern auch unseren. Es ist also in unserem Interesse, dieses Ritual schnellstens zu unterbinden. Nach einer gehörigen Ladung Stealth-Action schaffen wir es, zur Ritualkammer zu gelangen. Doch irgendwas ist seltsam, denn auf einmal kommt unverhoffte Unterstützung einer mysteriösen Lichtgestalt, einem sogenannten Hohen. Der Hohe befreit uns und verhindert das Ritual. Dadurch bleibt der Seelenschinder erhalten und wir am Leben. Und das ist sehr interessant.
Denn die Enderal-Spieler von euch wissen, die Hohen spielen eine verdammt wichtige Rolle. Also warum haben sie schon in Nerim ihre Finger im Spiel? Was wollten sie dadurch bezwecken? Ihr könnt gerne mal eure Theorien in die Kommentare posten. Am Ende stehen uns nun mehrere Entscheidungen zur Auswahl. Zum einen können wir entscheiden, ob wir den Seelenschinder einschmelzen und die Seelen befreien oder ihn behalten. So oder so können wir nun endlich auf unseren rechtmäßigen Thron Platz nehmen. Wir haben es geschafft, vom einfachen Bauernburschen, der in einer Abtei aufwuchs, bis hin zum mächtigen Schattengott über Vyn. Der Hohe war jedoch nicht das einzige Foreshadowing auf Enderal, denn in der Zitadelle der Schatten gibt es einen Geheimraum, in dem man Folgendes findet. Jetzt, wo wir zum Ende kommen, gibt es nochmal einen kleinen Bezug auf Arkwend. In Arkwend gibt es eine Nebenquest, in der man einen Sternling begleitet. Am Ende dieser Quest flieht der Sternling mit seinen Freunden nach Nerim. In Nerim können wir sein Schiff finden. Leider scheint Tommy der Sternling die Reise nicht ganz so gut überstanden zu haben. Abschließend kann ich zu Nerim nur sagen, es ist ein super Spiel. Ich selbst bin mit Nerim in diese Reihe eingestiegen und verbinde eine Menge mit diesem Spiel. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Nerim weiterschwärmen, wie viele Details in dem Spiel stecken und so weiter und so fort, aber das würde den Rahmen des Videos definitiv sprengen. Deshalb von meiner Seite klare Spielempfehlung: Wer Oblivion nicht hat, kauft euch das bei Steam, ladet euch Nerim runter und einige andere Oblivion-Mods, dann habt ihr zwei geile Games zum Preis von einem. Und wer nun immer noch ketzerisch ist und sich weigert, das Ganze zu spielen, den kann ich dann nur empfehlen, sich das Ganze wenigstens als Let's Play anzuschauen. Zum Beispiel bei einem der besten Let's Plays, die es jemals gab und geben wird. Und zwar beim guten alten Stone. Doch die Lawine, die nun in Nerim ausgelöst wurde, hat gerade erst begonnen. Wie wir in Enderal sehen werden. Ja, Enderal ist mit Sicherheit derzeit das bekannteste Modprojekt von Shuriai. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt auch nochmal hier kurz zusammenfassen und auf die ein oder andere Referenz eingehen. Und im Falle einer Fortsetzung kann so eine Zusammenfassung ja auch schon mal ganz praktisch sein. Und um das Ganze etwas interessanter zu gestalten, werde ich am Ende auch mal darauf eingehen, wie es denn so weitergehen könnte. Die Änderungen bei Enderal sind fast die gleichen wie bei Nerim. Das Schmieden kannte man ja inzwischen schon aus Skyrim. Die einzige Änderung hierbei ist, dass man erstmal die entsprechenden Blaupausen benötigt. Entfallen ist das Benötigen von Werkzeugen und die Jagdlehrbücher benötigt man auch nicht mehr, was ich sehr schade finde. Dafür gibt es jetzt aber Minispiele in Tavernen, was ich sehr gut finde, denn wie jeder weiß, umso mehr Minispieler ein Spiel hat, umso besser. Ein weiteres sehr aufwendiges Feature ist das Housing-System. Hier kann man tatsächlich, wie bei Fallout 4, sein ganzes Haus manuell einrichten. Mit der Erweiterung Forgotten Stories schafften es auch zwei Fraktionen ins Spiel. Zum einen die Ralata, eine berüchtigte Untergrundorganisation, und die Goldene Sichel, eine Händlergilde. Kopfgeldaufträge gab es diesmal auch schon vor der Erweiterung, weswegen diese nicht ganz so originell ausfallen wie die bei Nerim. Generell hat Enderal sehr davon profitiert, dass das Team stark gewachsen ist. So steuerten gleich 4 Komponisten zu einem fabelhaften Soundtrack bei. Eine große Schwäche bei Nerim war es, dass die meisten NPCs kaum etwas zu sagen hatten. Bei Enderal ist das gänzlich anders. Die NPCs haben ja deutlich mehr zu sagen und für eine Mod ist das lange nicht selbstverständlich. Besonders stark bemerkbar macht sich die gute Synchro in den tiefsinnigen Dialogen mit den Begleitcharakteren. Im Vergleich zu den Vorgängern hat man hier nochmal verstärkt auf tiefsinnige, philosophische und vor allem psychologische Themen gesetzt. Das stimmt, im Namen der Götter wurden viele Verbrechen begangen und die wollte ich auch keinesfalls mit dem, was ich eben gesagt habe, relativieren. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele davon unvermeidbar waren. Stellt euch vor, ihr würdet über eine kleine Insel herrschen und eines Tages wird euer Reich von einer Flotte Skarakscher Plünderer überfallen. Die Invasion trifft euch vollkommen unvorbereitet und binnen weniger Stunden sind die Plünderer bis in das Bauernland vor eurer Hauptstadt vorgedrungen. Nun müsst ihr folgende Entscheidung treffen. Nutzt ihr die Zeit, die euch bleibt, um eure Armee in der Stadt zu verschanzen und so bessere Karten bei einer Belagerung zu haben? Oder schickt ihr sie ins Feld, um die Skarak im offenen Feld zu bekämpfen? Was zwar theoretisch das Bauernvolk retten könnte, aber erheblich kleinere Chancen auf einen dauerhaften Sieg bedeuten würde. Ja. Aber was, wenn euer Vorstoß misslingt und die Skarak deshalb die Verteidigung eurer Stadt durchbrechen können? Fielen dann all die Bürger, die sie massakrieren würden, nicht ebenfalls zu euren Lasten? Worauf ich hinaus will, egal was ihr tut, es wird Menschen geben, die euch für eure Entscheidung hassen werden.
Eine besonders große Inspiration für Enderal war auch der Psychologe Carl Gustav Jung. So ist der freie Wille der Menschheit auch ein großes Kernthema von Enderal. Nun aber zur eigentlichen Story. Wo Nerim endete, beginnt Enderal. Durch den Tod der Lichtgeborenen gibt es zwei Dinge, ein Machtvakuum und Chaos. Nahezu überall auf der Welt von Wühnen entflammen Kriege. Auf Nerim führt das vereinte Mittel- und Nordreich Krieg gegen das Südreich. Auf Kira erzählt die Goldene Königin dem Volk die Wahrheit über den Tod der Lichtgeborenen, was ebenfalls zum Chaos führt. Zudem kommt es zum Krieg zwischen Kira und Arasiel. Auch auf den Inseln von Klee kommt es zu Konflikten. Diese werden nur durch die Überfälle der Skarrak abgelöst. Die Skarrak sind seit den Visionen ihrer Knochendeuterinnen, in denen ein großer Geist zu ihnen gesprochen haben soll, angespornt, ganz Wühn zu erobern. Nur auf Enderal, wo der Heilige Orden der Lichtgeborenen seinen Sitz hat, herrscht noch Frieden, da der Heilige Orden den Tod der Lichtgeborenen verschweigt. Doch nur weil auf Enderal keine Kriege herrschen, ist es nicht gänzlich idyllisch. Denn auf Enderal kursiert eine rätselhafte Geisteskrankheit, genannt der Rote Wahnsinn. Diese lässt Menschen teilweise radikal durchdrehen. Und weder Ursache noch Heilmittel konnte man bis jetzt finden. Durch Narazuls Tod wird auch der Fluch über seinen Vater, Thealor Arantheal, aufgehoben. Dadurch kann dieser aus seiner Gefangenschaft fliehen und stößt dabei auf die Magier des Berglosters. Nach einer Weile stellt sich heraus, dass allesamt ähnliche Träume zu haben scheinen. Der Inhalt dieser Träume scheint brisant genug zu sein, um gemeinsam nach Enderal zu reisen, wo Thealor prompt die Führung über den Heiligen Orden der Lichtgeborenen übernimmt. Und an der Stelle kommen wir ans Spiel. Auch wir haben seltsame Träume, welche nicht auf die beste Kindheit schließen lassen. Gemeinsam mit unserem Freund Sirius wollen wir aus dem Südreich vor dem Krieg fliehen. Darum schmuggeln wir uns in Ostian auf ein Schiff, welches Richtung Enderal unterwegs ist. Kurz bevor wir Enderal erreichen, taucht auf einmal eine mysteriöse, verschleierte Frau auf. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Diese sorgt dafür, dass wir von der Mannschaft erwischt werden und ins Meer geschmissen werden. In der darauffolgenden Unterwasser-Nahtoderfahrung haben wir seltsame Träume und Visionen und zudem erwacht unsere Magiebegabung. Durch Umwege gelangen wir in Kontakt mit dem Heiligen Orden. Und wie sich dort herausstellt, haben unsere Träume und Visionen besonders starke Parallelen zu den Träumen, die Thealor und die nerimesischen Magier überkamen. Aus diesem Grund werden wir in die Hintergründe der aktuellen Geschehnisse eingeweiht. Denn wie wir erfahren, steckt hinter den aktuellen Ereignissen ein unheimliches Muster. Anfangs hielten wir das Ganze für so abstrus wie ihr vermutlich gerade. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen die Geschichte der Pyräer ausführlicher zu studieren und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyräische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyräer hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyräer hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyräer nannten dieses Ereignis die Läuterung. Eine weitere Parallele ist, dass es in jedem Zyklus sogenannte Botenfiguren gab. So übernimmt Thealor die Botenfigur des Führers, während wir die Rolle des Propheten übernehmen. Mit unseren neuen Fähigkeiten können wir nicht nur gut kämpfen, sondern auch in die Vergangenheit und die Zukunft sehen. Daher sind wir im Kampf gegen diesen Zyklus unverzichtbar für den Orden. Und so werden wir in den Heiligen Orden aufgenommen. Dies aber natürlich erst nach einer obligatorischen Aufnahmeprüfung. Diese fällt in Enderal auch besonders philosophisch aus. Nachdem wir die Prüfung erfolgreich absolviert haben, offenbaren sich uns die Wesen, welche hinter der Läuterung stecken. Und zwar sind das die sogenannten Hohen. Die Läuterung wird geschehen und ihr könnt nichts dagegen tun. Und wir erinnern uns nochmal an Nerim zurück. Offenbar haben wir an Nerim bereits die Wege der Hohen gekreuzt. Die Hohen spotten über uns und zeigen uns auf, wie sinnlos unser Aufbegehren ist. Was für eine Überheblichkeit aus dem Mund eines Fisches, der seinen Teich für die Welt hält. Die Welt ist ein Wechselspiel aus Ursache und Wirkung. Und die einzig logische Konsequenz eurer Existenz ist die Vernichtung. So war es schon immer und so wird es immer sein. Wir müssen ein Ereignis aufhalten, an dem unzählige Zivilisationen vor uns gescheitert sind. Und mit den Hohen haben wir einen Gegner, den man nicht mal physisch attackieren kann, der gleichzeitig überall und nirgends ist. Die Lage scheint also hoffnungslos.
Im Folgenden begeben wir uns zusammen mit den Begleitcharakteren Jesper und Kalia auf einige Missionen. So schaffen wir es, eine alte Maschine zu bergen, welche von den Pireern erschaffen wurde, mit dem Zweck, die Läuterung aufzuhalten. Von den Pireern wurde diese Maschine das Leuchtfeuer genannt. Eine andere Mission führt uns zum Anwesen des alten Mannes. Der alte Mann genießt einen zwielichtigen Ruf. So gibt es zahlreiche Legenden, Spukgeschichten und Lieder über ihn. So ließen ihn sogar die Lichtgeborenen unbehelligt. Im Haus des alten Mannes gibt es mehrere interessante Details. Zum einen stellen die gruseligen Holzstatuen, die überall herumstehen, teilweise ein Foreshadowing auf spätere Ereignisse dar. Und dann finden wir einen unversendeten Brief, der an einen mysteriösen Empfänger in Nerim gerichtet ist. Meine erste Vermutung hier war, dass der mysteriöse Empfänger möglicherweise Arkt ist. Auch das politische Weltgeschehen schläft nicht. Der Krieg auf Nerim endet mit dem Sieg des verbündeten Nord- und Mittelreich über das Südreich. Taranor Korek, der neue Anführer über Nerim, scheint des Krieges nicht müde zu sein. Mit der nerimesischen Flotte setzt er nach Enderal über und hat einige Forderungen im Gepäck. Das Leuchtfeuer soll umgehend zerstört werden, und dem Volke soll die Wahrheit über den Tod der Götter erzählt werden. Denn in Bezug auf die Läuterung vertritt Taranor eine gänzlich andere Ansicht. Seiner Meinung nach ist dies ein Prozess der Evolution, der die Menschheit zu Göttern macht. Für Thealor sind diese Forderungen aktuell nicht akzeptabel, und so hallt der Klang der Kriegstrommeln nun auch über Enderal. Ja, Taranor Korek, in Nerim noch Freund und Helfer, ist er nun unser ärgster Feind. Übrigens, kleine Nerim-Referenz, Taranors Leibwächterin, Alma Sordan, ist auch in Nerim antreffbar. Dort hat sie auch eine kleine Quest auf Lager. Die einfallenden Nerimesen machen es uns nicht gerade leichter. Deswegen müssen wir nun zusehen, das Leuchtfeuer schnellstmöglich zu aktivieren. Erzmagister Merael findet heraus, dass gewisse magische schwarze Steine wohl der Antrieb für das Leuchtfeuer sind. Und wie bereits angesprochen, handelt es sich hierbei um die gleichen schwarzen Steine, mit denen wir es schon in Arctwind zu tun hatten. Ob es nun exakt die gleichen Steine sind wie bei Arctwind, bezweifle ich, denn in Arctwind gab es ziemlich viele davon. Und ein interessanter Fakt ist ja auch, wie gesagt, dass Arct diese schwarzen Steine erschaffen hat. Und auch zu Erzmagister Merael gibt es eine interessante Referenz. So stammt er ursprünglich auch aus Nerim, genauer gesagt aus dem Dorf Sildrehen, was wir ja auch in Nerim kennenlernen durften, denn hier befreiten wir den Begleitcharakter Kim. Und wo wir gerade bei den schwarzen Steinen sind, in der Hauptquest kommen wir auch durch das zerstörte Dorf Nebelheim. Hier wuchs Jael Gerbason auf, auch bekannt als der Schlechter von Arc. Aus seiner Biografie kann man entnehmen, dass auch dieser der verschleierten Frau begegnet ist. Eine weitere interessante Sache ist, dass es in und um Nebelheim von den sogenannten Arps wimmelt. Und wir erinnern uns, diese wurden damals in Arctwind vom Dämonenkönig mit Hilfe der schwarzen Steine erschaffen. Unwahrscheinlich ist es also nicht, dass hier jemand mit den schwarzen Steinen zugange war. Aber Nebelheim ist generell nochmal ein Thema für sich und vielleicht für ein anderes Video. Um das Leuchtfeuer in Gang zu bringen, benötigen wir 3 dieser schwarzen Steine. Die Quests, in denen wir diese sammeln, gehören für mich zu den besten der gesamten Reihe. Weswegen ich diese hier nicht zusammenfassen werde, denn wer Enderal vielleicht doch nicht gespielt hat, sollte hier auf keinen Fall gespoilert werden. Nur eine interessante Sache sei hierbei erwähnt, besagte Holzfiguren Foreshadowings beim alten Mann treffen genau auf diese Quests zu. Auch mit den 3 schwarzen Steinen liefert das Leuchtfeuer Fehlzündungen. Auf der Suche nach Antworten fliegen wir zu der Himmelsstadt der Sternlinge. Von den Sternlingen fehlt jedoch jede Spur. Dennoch schaffen wir es ins Sternlingsarchiv und dort erfahren wir eine ganze Menge. Und wie es aussieht, hat Taranor Korek gar nicht mal so unrecht. Denn tatsächlich dient die Läuterung zur Schaffung eines neuen Hohn. Letzten Endes gelangen wir zum Schluss, dass wir für die Aktivierung des Leuchtfeuers die Essenz eines Hohn brauchen. Und dazu müssen wir zum Epizentrum der vorhergegangenen Läuterung. Hierfür begeben wir uns tief unter Arc in die Stadt der 1000 Fluten. Doch viel Zeit bleibt uns nicht, denn ungünstigerweise greifen die Nerimesen die Stadt an. Durch unseren Blick in die Vergangenheit machen wir aber die ernüchternde Erkenntnis, dass wir uns immer noch in den Rastern des Zyklus bewegen. All das ist bei den Pireern genauso geschehen. Eine Belagerung der Hauptstadt, wie auch der Versuch, zum Epizentrum der vorhergegangenen Läuterung zu gelangen. Kurz vor unserem Ziel schaffen es die Hohen uns erneut ein Schnippchen zu schlagen. Deshalb werdet ihr auch hier scheitern, wisst ihr, weil ihr immer gescheitert seid. Als Feldherr, als Beschützer der Götter und als Vater. Ihr seid ein Schlechter, ein Versager, nicht der strahlende Retter, als der ihr in Erinnerung bleiben wollt. Gesteht es euch endlich ein. Kirash, das sind verdammt viele. Was tun wir, Großmeister? Das werden wir sehen. Zu einem Überfluss gelingt es den Hohen dann auch noch,
Thealor so zu manipulieren, dass er in seinem Wunsch bestrebt, ein Held zu sein, das Leuchtfeuer selber anzündet. Dumm nur, dass das Leuchtfeuer nicht die Bekämpfung der Läuterung ist, sondern die Ursache. Und so passiert das Undenkbare, die Läuterung tritt ein. Doch erneut taucht die verschleierte Frau auf und interveniert. Wir werden von ihr an einen unbekannten Ort teleportiert, wo wir auf den Schwarzen Wächter treffen. Der Schwarze Wächter kann uns mit einigen Hintergrundinformationen über die Läuterung behilflich sein. Zum einen erfahren wir, dass wir bereits seit langem nicht mehr unter den Lebenden verweilen. Dadurch, dass wir während unserem Tod noch den Wunsch hatten, frei zu sein, hatten die Hohen die Macht, uns zum Leben zu erwecken und zu ihrer Marionette zu machen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Wir sind ein sogenannter Fleischloser. Und darauf, dass wir eigentlich tot waren, gab es im Spiel auch zahlreiche Hinweise. Eure Aura! Oh, oh nein! Sie ist indigo-blau. Die Farbe der Sterbenden. Es muss sich um eine magische Anomalie handeln, die auf eine unerklärliche Art und Weise mit eurem persönlichen Kraftfeld reagiert hat. Oh weh, das heißt nichts Gutes. Zur Läuterung erhalten wir ebenfalls neue Informationen, denn diese ist nichts anderes als ein kosmisches Spiel. Es ist eine Art Prüfung, an der die Menschheit jedes Mal scheitert. Stets gelingt es den Hohen, die Menschen anhand ihrer Gefühle wie Angst, Furcht, Stolz oder ihrer Wünsche zu manipulieren und gegeneinander aufzuhetzen, sodass die Läuterung am Ende nur noch eine Frage der Zeit ist. Und auch wir bilden hierbei diesmal keine Ausnahme. Durch das Einschreiten der verschleierten Frau ist jedoch etwas anders. Hierdurch ergeben sich für uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir opfern uns und dämmen die Läuterung ein, damit auf anderen Kontinenten, wie zum Beispiel Kira oder Arasial, gegebenenfalls eine Lösung entdeckt werden kann. Oder wir lassen die Läuterung geschehen, begeben uns auf die Sternenstadt, warten eben mal kurz 1000 Jahre und steigen dann als Gottheit herab, um über die neu entstehende Zivilisation zu herrschen. Und dann gibt es da noch das dritte versteckte Ende, auf was ich aber nicht eingehen werde. Wer mehr zum versteckten Ende wissen will, kann ja beim guten Gaming-Quest vorbeischauen, da gibt es ein super Video dazu. Ein ursprünglich geplantes Ende sah vor, dass man ein Kind spielt, was die neu entstandene Welt entdeckt. Vieles spricht also dafür, dass man mit der ganzen Reihe einen Neustart wagen will. Übrigens, wer sich mehr für die herausgeschnittenen Inhalte interessiert, im Forum gibt es einen super Beitrag dazu, Link ist in der Beschreibung. Durch die unterschiedlichen Enden hat man natürlich ein gewisses Dilemma, wie man das Ganze fortsetzen will. Zelda Scrolls 2 Daggerfall hatte damals ein ähnliches Problem mit seinen 5 Enden. Man erklärte dies hinterher, dass durch Magie alle Ereignisse zeitgleich stattgefunden hätten. Bei Enderal kann man auch einen ähnlichen Weg einschlagen. So kann man sagen, dass alle Enden in einer unterschiedlichen Eventualität geschehen sind. Wie die Fortsetzung nun genau aussieht, steht wohl noch in den Sternen. Laut Juriai sollte Enderal das letzte große Mod-Projekt sein. Dies lässt darauf schließen, dass die Fortsetzung möglicherweise ein eigenständiges Spiel ist. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir die Fortsetzung auch in Form eines Buches oder Hörspiels. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es wird noch eine Fortsetzung kommen, schon allein wegen der ganzen offenen Fragen. Was ist zum Beispiel mit Arkt? Arkt hat die schwarzen Steine damals erschaffen und seine Seele in sie transferiert. Meiner Meinung nach muss er noch eine Rolle spielen. Vor was wollte Zoras die Welt eigentlich beschützen? Und was ist mit dem Schattengott? Auch er hat die Wege der Hohen bereits gekreuzt. Und inwiefern hatte eigentlich Sarantas Schicksalszyklus mit den Hohen zu tun? Was hat es mit diesem mysteriösen Zeitwächter auf sich? Wird der verbannte Asateron noch einmal eine Rolle spielen? Und was ist jetzt eigentlich mit dem alten Mann und der verschleierten Frau? Welche Rolle werden sie noch spielen? Eine Theorie, für die ich viel übrig habe, besagt, dass der alte Mann, der Prophet, einer bereits geschehenen Läuterung ist. Und was würde eigentlich geschehen, wenn es einer Zivilisation gelänge, die Läuterung zu verhindern? Viele Fragen, die Futter für eine ordentliche Fortsetzung bieten. Daher zum Schluss nochmal mein Appell, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, unterstützt Juriai. Spendet ihnen am besten euer ganzes Monatsgehalt, legt ein Investmentfonds für sie an, kauft Merch, und macht fleißig Werbung für sie. Das ist das Mindeste, was ihr für sie tun könnt. Support ist kein Mord, wie man so schön sagt. Und mich könnt ihr auch gerne unterstützen. Legt euch am besten gleich 70 Fake-Accounts an und liked das Video mit ihnen. Gerne könnt ihr mich auch abonnieren, wenn ihr nichts dagegen habt, einen Kanal in eurer Abo-Liste zu haben, der etwas unregelmäßig hochlädt. Mir ist klar, dass ich mit dem Video wahrscheinlich nicht sehr viele Klicks bekommen werde, aber das war auch gar nicht meine Intention. Vielmehr wollte Juriai damit einfach Danke sagen, quasi ein kleines Tribut für die vielen grandiosen Spiele und Geschichten, die wir Juriai inzwischen zu verdanken haben. Die nächste Steigerung müsste dann eigentlich ein Fanfilm sein. Sollte ich es geschafft haben, jemanden für diese Reihe zu begeistern, dann freut mich das sehr und wünsche denjenigen natürlich viel Spaß. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis bald.